Ja, hallo zusammen, mal wieder herzlich willkommen hier auf dem Fenriswolf-Kanal. Schön, dass ihr reinschaut. Der Winter ist ja die Jahreszeit, wo man es traditionell ein bisschen gemütlicher angeht, die Hühner wegsperrt und die Vorräte aufstockt. Und so kam es, dass ich Mitte Februar hinab in den Keller ging, um unsere Vorräte zu inspizieren. Dabei fiel mir ein komisches Geräusch auf. Plopp, plopp, plopp. Es tropfte von der Kellerdecke, und zwar gar nicht mal wenig. Scheiße. Nach ein wenig Rumgespiel an den Etagensperrhähnen konnte ich herausfinden, dass es sich um einen Zuwasserleitungsschaden im unteren Bad handelte. Solange wir also hier unten das Wasser für das untere Stockwerk abtreten, hörte es auch von der Decke zu tropfen. Das hieß aber auch, keinerlei Wasser in der Küche, keinerlei Wasser für die Waschmaschine und kein Wasser im unteren Bad. Im oberen Stockwerk konnten wir zwar noch kaltes Wasser zapfen, warmes Wasser ging aber nicht mehr, weil der Durchlauferhitzer zwei Wochen vorher den Geist aufgegeben hatte. Alles ganz toll. Also floss für die nächsten paar Tage das Wasser in der Küche aus dem Kanister statt aus der Leitung. Und zum Abspülen hatten wir immer einen großen Kochtopf auf der Küchenhexe stehen. Es war ja schließlich Winter und das Ding lief eh, also keine schlimme Sache. Aber Mensch will ja immer das haben, was er gerade nicht bekommen kann. Und in diesem Fall war das ein dickes, fettes, schönes, warmes Vollbad. Und zwar nicht oben im Garten im Badezuber, sondern in der eigenen Badewanne. Dazu verlegten wir erstmal eine Zuwasserleitung hinauf in den Garten zum Wurstkessel und einen rückführenden Wasserschlauch, der dann später das warme Wasser hinunter in die Badewanne bringen sollte. Oben läuft das kalte Wasser rein, unten läuft das warme Wasser raus. Wer unser Warmwassersystem noch nicht kennt, einfach mal auf unserem Kanal nachschauen unter Badezuberfilm. Da findet ihr vier Teile über diesen Wurstkessel hier. Durch den linken Schlauch wird kaltes Wasser hinauf in den Garten befördert und durch den rechten fließt das warme Wasser durch Eigendruck hinab ins Haus. Hier kommt es dann letztendlich zum Fenster rein und ab damit in die Badewanne. Damit man die Temperatur in der Wanne besser regulieren kann, haben wir noch einen zusätzlichen Kaltwasserschlauch von draußen reingelegt. Weil schon kurz nachdem wir den Kessel eingeheizt haben, knackige 39 Grad in der Wanne herrschen. Ups, 47. Der Kaltwasserschlauch war doch eine ganz gute Idee. Und so kam es, dass wir nach unserem Wasserrohrbruch und trotz Totalausfall aller technischen Heizmöglichkeiten immer noch ein gemütliches Vollbad hatten. Und dank des Holzofen-Umluftsystems ist es im Bad auch mollig warm. Wenn ihr den Film noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall da auch mal rein. Tja, ihr werdet euch fragen, was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Vielleicht, dass man sich mit ein bisschen Einfallsreichtum nicht unbedingt vom Schicksal ficken lassen muss. Vielleicht auch, dass so ein alter Wurstkessel aus Omas Zeiten eine saugeile Anschaffung ist. Oder sogar, sich den ein oder anderen Gegenstand für ein Worst-Case-Szenario zurechtzulegen. Selbst bei einem totalen Wasserausfall hätten wir direkt neben dem Wurstkessel über 1000 Liter Brauchwasser zur Verfügung gehabt. Und das könnte man notfalls durch Abkochen oder ordentliches Filtern zu Trinkwasser verwandeln. Für uns war es eine ganz interessante Machbarkeitsstudie, eine wunderbare Notlösung und bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen da. Oder abonniert doch einfach den Fenriswolf-Kanal, dann kriegt ihr immer Bescheid, wenn wir einen neuen Film hochladen. Wie zum Beispiel über Heizen mit Holz, wie man sich selber einen ordentlichen Krisenvorrat anlegt, alles rund um die Hühnchenhaltung, wie man sich selber einen Badezuber baut und vieles mehr.